Wir schreiben das Jahr 1954. Das waren fette Jahre für die USA, die sich in der Nachkriegswelt zur Wirtschaftsmacht Nummer 1 entwickeln würde. Den Menschen dort geht es zu dieser Zeit gut. Der Traum vom Eigenheim, Autos, einer Familie, er ist zum Greifen nah. Es ist in diesem Jahr, dass Henry Haas, ja, der Mann hieß wirklich so, an das Rednerpult der Tagung der amerikanischen Zuckerrübenvereinigung trat. Ihr werdet jetzt denken, was soll ein Henry Haas den Zuckerrübenbauern schon gesagt haben, dass den Lauf der Geschichte verändern und unzählige Leben nachhaltig zerstören, die Gesundheit von Millionen bedrohen würde? Ich sage es euch. Er sprach darüber, dass man es schaffen müsse, dass Amerikaner Fett durch etwas anderes ersetzen, um den Pro-Kopf-Zuckerverbrauch in Amerika um ein Drittel zu steigern. Und das schafften sie. Was, wenn ich euch sage, dass euer ganzes Leben von den Taten einer mächtigen Lobbyorganisation vor 70 Jahren bis zum heutigen Tag komplett verändert worden ist? Eine Lobby, die auch heute, auch hier darüber entscheidet, was wir essen und trinken und maßgeblich an Krankheit und Tod von unzähligen Menschen beteiligt ist. Ein unglaublicher Skandal, der in Deutschland für die Akteure folgenlos geblieben ist und den die Öffentlichkeit völlig vergessen hat. Bis heute. Leute, ich bin ein Opfer. Okay, das habt ihr vorher schon gewusst. Ich weiß, ich weiß. Was ich sagen wollte ist, ich bin ein Opfer meiner Umstände. Das ist eine faule Ausrede. Ja, ich bin leider sehr faul. Also nicht arbeitstechnisch, sondern im Hinblick auf meine Ernährung. Die ist nämlich die letzten Jahre eine Katastrophe gewesen. Immer schnell, schnell Energie rein, dass man noch ein paar Stunden länger arbeiten kann. Dein Hirn, das braucht den Zucker ja kontinuierlich eingespeist. Ja, das hat ja weder Fett noch Muskelgewebe, wo es das rausziehen kann, was es an Energie braucht. Aber eben nicht Zucker in Form von Industriezucker in unserem Essen oder Trinken. Da fühlen wir uns mal ganz kurz sehr gut, haben eine Energiespitze, die dann enorm schnell wieder abfällt. Auch ich konsumiere viel zu viel Zucker und vor allen Dingen viel zu unvorsichtig. Man kann ihm aber auch nicht entkommen. Das hat hier alles System. Das Thema ist super wichtig, deswegen habe ich mir Unterstützung bei der Recherche gesucht. Eigentlich wollte ich euch ja nur vor Augen halten, wie unbewusst unser Zuckerkonsum ist. Was dann passiert ist, ist, dass ich in einen Wirtschafts- und Politikskandal gestürzt bin. Denn Zucker ist weißes Gold. Wir starten jetzt erstmal damit herauszufinden, warum das so ist und warum es so bösartig ist, wie die Konzerne vorgehen. Und dann schauen wir uns an, was konkret passiert ist, das uns bis heute belastet. Ja, nur mal so als Fahrplan. Das Video heute wird krass und umfangreich. Und wenn ihr generell Bock auf diese Art von Videos habt, dann lasst mir gerne jetzt euer Abo da. Danke. Übrigens hat das Video hier auch einen konkreten Anlass. Ich wurde letztens für eine Werbeintegration kritisiert. Heute möchte ich euch erklären, warum ich nach wie vor hinter dieser Integration stehe und was ich mir dabei gedacht habe. Denn wir haben ein massives Problem in diesem Land und wir müssen herausfinden, wie wir es lösen können. Jedes sechste Kind hierzulande ist übergewichtig. 5,9% haben Adipositas. Übergewichts- und Adipositas-Prävalenzen steigen mit zunehmendem Alter an. Sprich, es wird eigentlich immer nur schlimmer. Und wenn ich mir jetzt Promis wie Katja Krasavice und Shirin David so ansehe, die eigene Eistees vertreiben und auffällig viele minderjährige Fans zu haben scheinen, oder die Vielzahl anderer, die Süßkram bewirbt, dann frage ich mich doch, wie man das mit sich selbst ausmachen kann, wie man das verantworten kann. Zucker ist so gut wie überall in verdammt hohen Dosen drin. Selbst in Produkten, wo wir gar nicht damit rechnen. Deswegen essen wir mehr als dreimal so viel, wie uns gut täte. Zur Vorstellung, ja. 20 Teelöffel Zucker statt 6. Jeden Tag. 44 Kilogramm im Jahr. Wieso stehen wir denn überhaupt so auf Zucker? Zucker ist im Alltag immer bedeutsamer geworden und das hat auch verschiedene Gründe. Zum Beispiel ist Zucker, sagen wir es einfach mal so, wie es ist, extrem lecker. Und Zucker ist ultra billig. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, mit extrem wenig Geld etwas total Leckeres zu machen. Ja, ich, der überhaupt nicht kochen oder gut backen kann oder so, würde mir auch zutrauen, irgendeinen Keks oder einen Kuchen zu backen, der lecker ist. Weil wenn wir die Möglichkeiten haben, irgendwie Zucker und Butter und so weiter zu vermischen, dann muss man sich ja schon sehr, sehr anstrengen, damit es nicht ein bisschen lecker ist. Plus kann man sich noch so ein bisschen die Evolution angucken. Da ist es so, dass der Geschmack bitter häufig für ein Gift stand. Ja, stell dir vor, du weißt nicht, was giftig ist und was gesund ist. Du gehst durch den Wald, siehst eine Heidelbeere, die schmeckt süß. Du denkst, süß, lecker, kein Gift. Und dann isst du irgendwas Bitteres und denkst dir, na, Gift, und dann packst du es weg. Und so kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, warum wir süß so geil finden, weil wir denken, ja, es ist gesund und es ist kein Gift.
Brauchen wir Zucker? Wir sprechen jetzt hier von freiem Zucker. FDP-Zucker quasi. Und den braucht niemand. Der Körper ist in der Lage, alles aus komplexen Zuckern, also Kohlenhydraten, selber aufzuspalten. Ein kompletter Verzicht wäre also absolut möglich. Haushaltszucker, Saccharose genannt, besteht aus Glucose und Fructose. In den Mitochondrien, ja, ihr kennt das im Biounterricht, wird Glucose zu ATP und das liefert die Energie für die Zelle. Ganz besonders wichtig ist die kontinuierliche Zufuhr von Glucose zum Gehirn. Fructose ist da nicht ganz so easy. Das muss erst noch in Glucose umgewandelt werden. Und das kann in zu hohem Maße zur Verfettung der inneren Organe führen. Bäh. Nicht gut. Es gibt auch Hinweise, dass übermäßiger Fructoseverzehr zusätzlich zu Übergewicht, einer Erhöhung der Blutfettwerte und zu Insulinresistenz und damit zu Diabetes Typ 2 führen kann. Ich sage hier oft kann, denn wollte man das unwiderlegbar am Menschen unter Laborbedingungen beweisen, wäre das vielleicht ein kleines bisschen unethisch. Die Industrie aber liebt Fructose. Warum? Es wirkt süßer und sättigt weniger als Glucose, deswegen ist viel davon in Fertigprodukten drin. Wie etwa das High Fructose Corn Syrup, HFCS, in den USA für Softdrinks. Wie viel Zucker ist gesund? Also eigentlich ist die Frage ja eher, ob man hier überhaupt von gesund sprechen kann. Es gibt tatsächlich keine Mindestmenge an Zucker, die man zu sich nehmen soll oder muss, sondern maximal eine Obergrenze von 50 Gramm. Und die WHO sagt, freier Zucker unter 5% der Gesamtenergieaufnahme, was 25 Gramm am Tag entspricht. Faustregel, je weniger Zucker, desto besser. Doc Felix hat dazu nochmal eine andere Meinung. Weil wir ja wissen, was für negative gesundheitliche Folgen Zucker hat, ja, nicht haben kann, sondern wirklich hat, wenn wir zu viel davon essen, würde ich eher sagen, versuch aus deiner alltäglichen Ernährung Zucker so weitestgehend zu verbannen und nicht, dass du denkst, ja, hier kann ich ein bisschen Zucker und da kann ich Zucker, um auf die 50 Gramm zu kommen, sondern versuch den wirklich zu verbannen. Und wenn du mal hin und wieder Bock hast auf einen Schokoriegel, ein Eis oder eine Cola oder so, dann kannst du dir die auch gönnen, aber nicht im Sinne von deiner alltäglichen Ernährung, die dich wach macht, die dir Energie gibt für die Arbeit, für den Job, für Studium, für Sport oder so. Da würde ich wirklich versuchen, Zucker weitestgehend zu verbannen. Das klingt auf jeden Fall besser in der Realität verhaftet, als die ganze Zeit auf irgendwelche Nährwerttabellen zu starren. Übrigens ganz interessant, nach einigen Tagen ohne Zucker verändert sich die Geschmackswahrnehmung. Das Gehirn verarbeitet die Süße anders und wird sensibler, sodass geringere Zuckermengen wahrgenommen werden und Süßes dann auch intensiver wird. Hier ist weniger wirklich mehr. Was sind die Folgen von übermäßigem Zuckerkonsum? Als allererstes denkt man natürlich an Diabetes Typ 2b. Jedes Jahr gibt es in Deutschland rund 560.000 neue Diabetesfälle. Das ist mehr als ein halbes Saarland, Leute. Ich weiß, damit kann man sich in Deutschland Dinge besser vorstellen. 95% davon sind Diabetes Typ 2. Aber wie kommt es dazu? Die lange Version dazu blende ich euch jetzt einfach mal ein. Die Kurzversion ist, Glucose geht ins Blut und wirkt sich direkt auf den Insulinspiegel aus. Zu viel davon über eine lange Zeit kann den Insulinhaushalt zerstören. Das Ergebnis ist Diabetes. Wenn du Zucker über einen langen Zeitraum zu dir nimmst und den nicht verbrennst, dann können ganz viele Krankheiten entstehen. Sowas wie Gicht, ja, Übergewicht kann entstehen, Diabetes kann entstehen und halt dann auch die Sachen, die damit zusammenhängen. Ne? Wenn du übergewichtig bist, kann es Gelenkprobleme geben und. Wir können auch schon früher anfangen, direkt im Mund. Also Zucker ist ja auch einfach total ungesund für die Zähne. Und was auch immer wieder klarer wird, dass auch Zucker und eine ungesunde Ernährung Einfluss auf unsere psychische Gesundheit haben kann. Das denkt man vielleicht gar nicht, weil man isst ja nur was und dann denkt man, was hat denn das mit meiner Psyche zu tun? Tatsächlich eine Menge. Weil Menschen, die Zucker essen und sehr verarbeitete Sachen essen, sind eher Menschen, ja, beziehungsweise werden tatsächlich dadurch auch nicht so glücklich wie Leute, die halt Obst und Gemüse essen. Manchmal ist es halt so einfach. Und Felix sagt da tatsächlich etwas sehr Wichtiges. Das gilt auch für stark verarbeitete Lebensmittel generell. Unser Problem ist ja, unser Gehirn ist immer noch das eines verdammten Höhlenmenschen. Wir sind einfach nicht auf dieses Überangebot von allem vorbereitet. Evolutionär bedingt haben wir natürlich äußerst positiv auf Zucker zu reagieren, weil wir dadurch wertvolle Energie gewinnen. Total gut. In der Natur, wenn wir was finden mit Zucker drin, Honig beispielsweise, ja, ist es auch nicht das Problem. Aber das, was da in diesen Fertignahrungsmitteln drin ist, ist kein Honig. Isst du etwas Süßes, vor allen Dingen in Kombination mit etwas Fettem, dann wird Dopamin ausgeschüttet. Mmh,
Donuts. Das ähnelt der Reaktion auf Kokain oder Morphin. Es verbessert die Stimmung, wirkt wie eine Belohnung und ein erhöhter Zuckerkonsum ist gewohnheitsbildend. Ähnlich wie bei Alkohol, Tabak, Kokain, Nikotin, Tee und Kaffee. Und es ist überall. Stell dir mal vor, du gießt dir ein Glas Wasser ein und da ist dann plötzlich Kokain drin. Du isst einfach so einen Apfel. Überraschung, der Apfel ist aus Nikotin. Oder du machst dir einen Kaffee. Achso. Und da ist plötzlich Whisky drin. Gut. Noch eine Sahnehaube obendrauf? Dann ist der Körper wenigstens verwirrt und weiß nicht mehr, wovon er zuerst süchtig werden soll. Ha! Haben wir der Biologie wieder ein Schnippchen geschlagen. Zucker ist eine Droge, aber Zucker ist kein Suchtmittel, weil man es in geringen Maßen auch konsumiert, ohne abhängig zu werden. Ne? Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Wisst ihr ja. Daher gibt es auch keine Zahlen zur Inzidenz von Zuckersucht. Aber wie bei Drogen kann der übermäßige Konsum von Zucker zu Toleranzentwicklung führen. Ihr braucht immer mehr und immer mehr, um denselben Effekt zu erzeugen. So, wir haben jetzt herausgefunden. Wir brauchen eigentlich überhaupt keinen freien Zucker. Die Industrie mag ihn, aber vor allen Dingen in Form von Fructose, weil man Genussmittel so attraktiver für den Konsumenten macht und die Sättigung gleichzeitig nicht zu schnell einsetzen lässt. Und dadurch kann man mehr verkaufen. Zudem dient er der Lebensmittelindustrie als billiger Füllstoff. Doch Zucker regt im Gehirn die gleichen Regionen an wie Alkohol oder Nikotin und es gibt Hinweise darauf, dass Zucker wirklich süchtig machen kann. Wir nehmen zu viel davon täglich zu uns und der permanente zu hohe Konsum, der macht krank. Und trotzdem entkommen wir ihm nicht. Die Nahrungsmittelindustrie setzt 3 von 4 Produkten Zucker hinzu und verzuckert auf diese Weise die moderne Ernährung. Sprich, Zucker ist nicht gut für uns. Aber es ist leider gut fürs Geschäft. Möchte man weniger Zucker konsumieren, dann sind Getränke ein großes Problem. Ich trinke zu Hause nur Wasser und Tee. Aber eine Ausnahme ist, ich habe lange sehr viel Mate getrunken, weil ich mir davon mehr Energie erhofft habe. Ich arbeite lange und Mate ist einfach manchmal geiler als Kaffee. Aber auch aus 6 Gramm Zucker wird auf einem halben Liter schon 30 Gramm. Und das ist ja schon mehr, als die WHO empfiehlt. Und schon alleine mit einem Liter ist man über den gesamten Oberwert von 50 Gramm drüber. Sprich, wenn du 2 Flaschen Mate an einem Tag trinkst, ist das schon ungesund. Man unterschätzt das. Und wenn ihr an einer Stelle anfangen wollt, dann fangt einfach bei Getränken an. Leute, es ist so einfach. Trinkt mehr Leitungswasser. Vor wenigen Jahren sind US-amerikanische Forscher auf einen Wissenschaftsskandal gestoßen, der sie selbst überrascht hat. Und er hängt mit der Sugar Research Foundation, der SRF, zusammen. Ich habe euch eingangs ja schon von der Rede des Präsidenten des SRF mit dem wunderbaren Namen Henry Hass oder Henry Hess erzählt. In den 1950ern stieg die Rate der Herzerkrankungen in den USA stark an. Die Regierung wollte herausfinden, woran das liegen könnte und die Ursachen dafür bekämpfen. Die SRF war besorgt über Beweise dafür, dass eine fettarme Ernährung mit hohem Zuckergehalt den Cholesterinspiegel im Blut erhöhen könnte. Ihnen käme es ganz zu Pass, wenn Fett als der Feind ausgemacht werden würde und der Zusammenhang mit dem Zucker unter den Tisch fallen würde. Die Zuckerindustrie sah sich bedroht. Die Rede von Henry Hess war der Auftakt einer Kampagne, die bis heute verhindern sollte, dass wir die wahre Bedrohung hinter Zucker wahrnehmen. Um ihr Ziel zu erreichen, schloss sich die SRF mit führenden Harvard-Ernährungsprofessoren zusammen und zahlte ihnen umgerechnet 48.900 US-Dollar für einen Forschungsbericht, der 1967 im New England Journal of Medicine veröffentlicht wurde und den Zusammenhang zwischen Zucker und Herzerkrankungen diskreditieren sollte. Kurz gesagt, man sagte, die Beweise, die Zucker mit Herzerkrankungen in Verbindung brachten, die seien begrenzt und sie seien outdated. Man kam zu dem Schluss, dass der Verzicht auf Fett der beste Weg sei, koronare Herzerkrankungen zu bekämpfen. Die Mitglieder vieler Fachgesellschaften empfahlen fortan eine fettarme und damit zuckerreichere Ernährung. Und das hat die Ernährungsindustrie auch bei uns nachhaltig verändert. 50 Jahre hatte man dann daran gearbeitet, diese Interpretation aufrechtzuerhalten. Und es wirkt bis heute nach, wie man an dieser Statistik beispielsweise sehen kann. Der Versuch, sich fettarm zu ernähren, kann gesundheitliche Risiken bergen, sagt beispielsweise Forscher Christoph Xaya. Die meisten sogenannten Diätprodukte mit wenig oder gar keinem Fett enthalten eine erhöhte Zuckermenge und werden mit ausgefallenen Namen getarnt, sodass sie gesund erscheinen. In Wirklichkeit könnte diese Nahrung die Leber schädigen und auch zu Adipositas führen. Das war aber bei weitem nicht das einzige Mal, dass die Zuckerindustrie gegen die Gesundheit von Menschen vorging. Die USA wollten es schaffen, Karies innerhalb eines Jahrzehnts zu besiegen. Die Zuckerlobby in den USA hat es tatsächlich fertiggebracht, dass die Behörde, die 1971 ihr nationales Kariesprogramm ins Leben rief, Amerikaner nicht mal dazu aufforderte, auf ihre Zuckeraufnahme zu achten. Bitte was? Ja, richtig gehört. Zucker hat gar nichts mit Karies zu tun. Mensch. Das Lenkungsgremium des US-amerikanischen National Institute of Dental Research, das dafür beauftragt war, das herauszufinden, war besetzt mit Personen,
die der Zuckerindustrie nahestanden. Und die legten einfach fest, nicht so genau auf Zucker zu schauen. Ich zitiere, die Zuckerindustrie konnte einige vielversprechende Forschungsergebnisse zunichte machen, die wahrscheinlich die Grundlage für die Regulierung von Zucker in Lebensmitteln gelegt hätten. Das sagt zumindest der Leiter der Studie, die das alles herausgefunden hat, Stanton A. Glantz. Es sollte noch bis 2016 dauern, dass die US-Ernährungsrichtlinien den Menschen den Verzehr von zugesetztem Zucker auf unter 10% ihrer Gesamtkalorienaufnahme zu beschränken empfahl. Und woran erkennen wir, dass die Auswirkung der Arbeit dieser Lobbygruppe noch heute nachwirkt? Die WHO hat Zucker in den letzten Jahren nicht aufgrund des ursprünglichen Zusammenhangs adressiert, sondern wegen dem Anstieg der Fettleibigkeit. Am Ende sagten die Wissenschaftler, dass sie schockiert darüber waren, wie langfristig und systematisch die Zuckerindustrie vorging und erfolgreich war. Und wie lange es keinem aufgefallen ist. Also nochmal kurz, laut der Enthüllung hat die Zuckerindustrie dazu beigetragen, die Hypothese zu stärken, dass der Verzehr von zu viel gesättigtem Fett die Hauptursache für die Herzprobleme des Landes sei und gleichzeitig Zweifel an den Beweisen geweckt, die belegen, dass auch Zucker ein Übeltäter sein könnte. Aktueller Erkenntnisstand ist, dass zu viel Zucker genauso schädlich für das Herz sein kann wie zu viel Fett. Aber ganz ehrlich, meine lieben Freunde, das sind Probleme, das haben die Amis da drüben, ne? Sowas, das gibt's bei uns doch nicht. Lobbyverbände von Zuckerrübenbauern, die ganz nah am Puls der Macht sitzen. Das wäre ja wirklich bitter, oder? Ja, anyways, habt ihr schon mal von der wirtschaftlichen Vereinigung Zucker gehört? Nein? Sollt ihr auch nicht. Wichtig ist, dass sie nur 1 Kilometer vom Bundestag entfernt sitzt. Der langjährige Hauptgeschäftsführer Günther Thyssen hatte vorher übrigens mehr als 14 Jahre lang im Bundesernährungsministerium gearbeitet. Klassische deutsche Karriere also. Keine Bedenken. Wir wollen jetzt nicht bashen, ne? Die haben natürlich auch einen ziemlich schweren Job, dem Zucker jetzt so ein gutes Image zu geben. Ich meine, jedes Kind weiß doch, dass Zucker ungesund ist. Ja, und dabei wollen die doch am liebsten einfach so viel wie möglich Zucker verkaufen. Schließlich heißen sie ja nicht die ethische Vereinigung Zucker, nicht wahr? Wobei, so schwer ist das gar nicht. Sie ballern einfach so Kampagnen raus, die sagen, wie diese hier, das eigentliche Problem ist, dass wir uns nicht bewegen. Ach so, ja klar. Du nimmst nicht zu viel Peps, du tanzt nur zu wenig. Ja, das ist auch, als würde man sagen, Waffen sind nicht das Problem, Menschen sollten einfach nicht sterben, wenn man auf sie schießt. Logisch, ja? Ich muss sagen, da sind Waffen auch um einiges aufrichtiger. So eine Waffenmündung, das ist halt ein Statement. So ein Donutloch hingegen, das wirkt super harmlos. Ihr habt reingeguckt, ne? Ja. Durch den Zuckerverband habe ich übrigens ein neues Wort gelernt. Ich lerne immer so viel durch diese Recherchen. Lebensmittelpopulismus. Also dieses Video hier ist sozusagen Lebensmittelpopulismus, einfach gesagt, falls ihr nach einer Kategorisierung gesucht habt. Okay, kann sein, dass es hier auch Zuckerlobbyisten gibt, aber die werden doch nicht dieselben Desinformationen betreiben, oder? Nun, die Zeit deckte 2016 auf, dass die wirtschaftliche Vereinigung Zucker e.V. der Betreiber einer Initiative ist, die vermeintlich neutral über Kariesprophylaxe und Zahnhygiene aufklären will. Und zwar der Informationskreis Mundhygiene und Ernährungsverhalten. Der Effekt der Initiative sollte sein, dass bei Karies niemand mehr an Bonbons, Schokoriegel und Zucker denken muss. Und das seit, haltet euch fest, 40 Jahren. 40! Ja gut, es sind weniger als die 70 Jahre von vorhin, also geht das doch, oder? Irmgard Berger-Orsag, die langjährige Geschäftsführerin des Zahnärzteberufsverbandes Deutscher Arbeitskreis für Zahnheilkunde, DAZ, sagte dazu, neben teilweise grenzwertigen Aussagen ist vor allen Dingen die einseitige Auswahl der Informationen schon sehr manipulativ. Mal generell gesagt, Leute, Tarnvereine sind überall und beeinflussen die öffentliche Meinung und Entscheidung. In jedem Bereich des Lebens. Vereinskultur wird in Deutschland halt noch in Ehren gehalten, sehr gut. Aber die USA, ja, kennen wir ja, ist ja ein politischer Failed State. Direkter Einfluss auf politische Entscheidungen, das kann ja bei uns nicht passieren. Deutsche Zuckerlobbyisten würden doch nie Einfluss auf die deutsche Politik nehmen, oder? Der Bundestag hatte 2015 die Bundesregierung beauftragt, eine nationale Strategie zu erarbeiten, um in Fertigprodukten den überhöhten Gehalt an Fett, Salz und Zucker zu verringern. Damals war Christian Schmidt von der CSU der zuständige Minister. Im ersten Entwurf dieser Strategie hieß es damals, unausgewogene Ernährung und mangelnde Bewegung können krank machen. Weniger Zucker, Fett und Salz in Lebensmitteln tragen dazu bei, dem entgegenzuwirken. Ihr könnt euch denken, was passiert, wenn jemand von der CSU Minister ist und Lobbygruppen anklopfen. Man macht auf. Von Juni 2015 bis Mai 2017 gab es mindestens 17 Treffen hoher Zuckerlobbyisten mit Schmidt. Das Ergebnis? Der Satz wurde getilgt. Ups! Aber nicht nur das. Ursprünglich war vorgesehen, dass Unternehmen, wenn sie nicht bereit sind, den Zuckergehalt in ihren Produkten zu reduzieren,
administrative Konsequenzen zu spüren bekommen. Ja, auch dieser Satz verschwand. Obwohl man ausdrücklich etwas gegen Überzuckerung tun wollte, wurde diese Initiative komplett ausgehöhlt. Julia Klöckner hat dann ihr Übriges getan, als sie dann am Drücker war. Das ist die, die wir von Nestle kennen. Ja, ihr erinnert euch. Und wie war das doch gleich mit dem Nutri-Score? Ach so, ja, da hat Klöckners Ministerium eine Studie umschreiben lassen, um ein Nutri-Score-Modell verwenden zu können, das von der Nahrungsmittellobby entwickelt wurde. Das liest man bei Foodwatch. Das Argument ist ja oft, Zucker ist doch auf den Produkten ausgewiesen. Man sieht ja, wie viel das ist. Die Realität ist aber, dass sich herausgestellt hat, dass die meisten Menschen es völlig falsch einschätzen. Wir sind da einfach nicht schlau genug, von Mengenlehre her, ne? Wäre doch eine Schande, wenn das jemand ausnutzen würde. Und gerade Getränke sind, was das angeht, super gefährlich für uns. Und die Politik, die könnte uns schützen. Macht sie aber nicht. Und dafür bekommt die CDU schön Parteispenden von Süd- und von Nordzucker. Das ist übrigens keine Korruption. Mm-mm. So, Julia Klöckner ist ja aus dem Bundestag geflogen. Wir müssen erstmal keine Angst mehr vor ihr haben. Was macht denn die Ampel jetzt? Jetzt wird doch alles besser, oder? Na klar! Träumt weiter. Im Koalitionsvertrag hatten SPD, FDP und Grüne vereinbart, an Kinder gerichtete Werbung für Lebensmittel mit hohem Zucker-, Fett- und Salzgehalt darf es in Zukunft bei Sendungen und Formaten für unter 14-Jährige nicht mehr geben. Ich finde, das sollte auch für Influencer gelten, die ja sehr wohl wissen, wie alt ein Großteil ihrer Zielgruppe ist. Fangt auch einmal schon mal damit an, ne? Da kann man doch Trendsetter sein. Ja, aber auch hier spürt man natürlich ganz riesige Schlupflöcher. Cem Özdemir betonte, dass er kein allgemeines Werbeverbot durchsetzen wolle. Wir verbieten nicht die Werbung an sich und auch nicht die Herstellung dieser Lebensmittel, aber die Werbung darf sich eben nicht mehr gezielt an Kinder richten. Man darf also mal wieder skeptisch sein, wie immer, im Lobbyland Deutschland. Anscheinend hat die FDP in letzter Minute die Zuckersteuer, von der im Vorfeld gesprochen wurde, aus dem Koalitionsvertrag gepresst. Wie komme ich darauf? Wieso vermute ich das jetzt? Naja, im Vorstand der FDP saß, wer hätte es gedacht, der Lobbyverband Liberaler Mittelstand. Und wer ist da Mitglied? Unter anderem große Verbände aus der Bau- und Luftverkehrsbranche und aus der Zuckerindustrie. Ach nee, wirklich? Schade, dass dein Kind zuckerkrank ist, aber wir verdienen so viel schönes Geld mit Softdrinks. Versteh das doch mal bitte. Dabei gibt es in Mexiko, in UK, sogar in manchen Städten in der USA bereits Zuckersteuern. In Norwegen ist man noch ein Stück weiter und besteuert sogar künstliche Süßungsmittel. Gut, natürlich, jetzt kann man die Frage stellen, ist eine solche Steuer sinnvoll? Fragt man den Zuckerverband, dann hat er klare Worte gegen diesen schrecklichen Lebensmittelpopulismus. In völlig unpopulistischen Worten sagen sie, eine Zuckersteuer macht nicht schlanker, nur ärmer. Euch. Genau, das ist der Sinn. Und dass es schlanker macht, ist leider bewiesen. Eine Studie der Cambridge University legt nahe, dass die Zuckersteuer die Fettleibigkeit bei 10- und 11-jährigen Mädchen um 8% verringert hat. Anders ausgedrückt würde das bedeuten, dass durch die Steuer in dieser Altersklasse pro Jahr mehr als 5200 Fälle von Fettleibigkeit verhindert wurden. Ja, wissenschaftliche Fakten, das dürfte hier nicht besonders viel verändern. Also, wenn das alles so problematisch ist mit dem Zucker, dann lassen wir ihn einfach weg und süßen mit Zuckerersatz, oder? Schwierig, schwierig. Ich weiß, in der Werbung klingt das immer total brillant. Auf Social Media gibt es immer neue Modesupplements, die man der Nahrung zuführen soll, um gewisse Effekte zu erzielen, beispielsweise auch zum Süßen. Ich sag mal, wie ich das sehe, ganz persönlich. High Processed Food lehne ich als Influencer generell als Werbepartner ab. Ob es sich da jetzt um Vitamine, Sportergänzung oder ich sag mal Ernährungsoptimierer handelt. Weil ich da auf keinen Fall ein Risiko eingehen wollen würde, dass ihr euch irgendwas in eure Körper tut, dessen langfristige Konsequenzen wir nicht zu 100% verstehen können. Ja, und wenn ich Werbung für mein Festival mache, sage ich ja auch nicht, ihr müsst da unbedingt Met saufen. Ihr könnt auch gutes Wasser trinken. Es gibt nur begrenzte Informationen zu den Langzeitfolgen von Zuckeraustauschstoffen und Süßstoffen auf die Gesundheit. Auch hier gilt, so wenig wie möglich. Und wie schnell dosiert man etwas über, gerade wenn man nicht erwartet, dass es problematisch sein könnte? Ja, natürlich kann man das auch überdosieren. Was habt ihr denn gedacht? Ihr könnt dadurch nicht auf magische Weise mehr Brause trinken, nur weil sie Zero ist. Zero! Weißt du was, das ist mir jetzt zu blöd. Und anhand von Zucker habt ihr ja schon gemerkt, wie schnell man etwas überdosiert. Oder Peps. So, wer ein Smiley zu viel macht, der hat irgendwann auch nichts mehr zu lachen. Ich nenne jetzt keinen Namen, ich möchte jetzt ja auch keinen outcallen. Ich möchte euch einfach einen Tipp mitgeben als Konsumenten. Wenn ihr auf der Suche nach Alternativen seid, dann schaut euch bitte genau die Inhaltsstoffe an. Oft ist in den Pulvern, die Zucker ersetzen sollen,
selbst Zucker drin und andere Stoffe wie Palmöl, die mit Nachhaltigkeit und Gesundheit nicht wirklich zusammenpassen. Man hört ja oft, dass Aspartam und Co. krebserregend seien. Das konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden. Unbedenklich sind diese Stoffe trotzdem nicht. Gerade das Produkt, das ich meine, enthält Sucralose. Sucralose ist umstritten. Man soll allgemein nicht mehr als 15 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht überschreiten, denn das Süßungsmittel lässt sich vom Körper nicht verarbeiten. Es gibt jetzt aber Hinweise darauf, dass es bereits vorher zur Nebenwirkung kommen könnte. Eine kürzlich veröffentlichte Studie am Menschen, des Weizmann Institutes of Science in Israel, gibt Hinweise auf negative Folgen der Verwendung von Zuckerersatz. Ganz besonders bei Saccharin und Sucralose. Ich verlinke euch die Studie unten. Und das Ergebnis war, dass die Probanden, die diese beiden Stoffe bekommen hatten, Zucker auf einmal schlechter verwerten konnten und sie zeigten im Glukosetoleranztest auffällig hohe Blutzuckerkurven. Und eine gestörte Glukosetoleranz ist ein Risikofaktor für Übergewicht und Typ 2 Diabetes. Und das ist besonders problematisch, weil dieses Nahrungsergänzungsmittel, wie gesagt, ja auch noch zusätzlich Zucker enthält. Die Studie zeigte darüber hinaus Veränderungen der Darmflora für alle getesteten Zuckerersatzstoffe, obwohl die konsumierten Süßstoffmengen deutlich unter den empfohlenen täglichen Höchstmengen lagen. Eine gestörte Darmflora oder Dysbiose kann eine Reihe von Auswirkungen auf die Verdauung, die Aufnahme von Nährstoffen und die Aufrechterhaltung eines starken Immunsystems haben. Aber es wird noch blöder. Eine In-vitro-Studie hat 2021 im Laborversuch gezeigt, dass Saccharin, Sucralose und Aspartam Darmbakterien negativ beeinflussen können. Sobald die Bakterien Escherichia coli und Enterococcus faecalis die Süßstoffe im Darm aufgenommen hatten, veränderten sie sich und konnten dann die Darmwand durchdringen. Die eigentlich nützlichen Bakterien könnten großen Schaden anrichten, sobald sie den Darm verlassen. Sie können sich in den Lymphknoten sammeln, an Leber und Milz und dann eine Reihe von Infektionen verursachen. Zuckerersatzstoffe können den süßen Geschmack imitieren, Süßstoffe stehen aber im Verdacht, den Insulinspiegel zu erhöhen, wenn das Signal süß vom Körper empfangen wird. Und kommt das Signal süß nicht vom Zucker, sondern von einem künstlichen Süßstoff, sinkt der Blutzuckerspiegel durch die vom Körper vorsorglich ausgeschüttete Insulinmenge, was dann zu Hungerattacken führen kann. Verschiedene Forschungsgruppen kommen hier allerdings zu unterschiedlichen Ergebnissen. Es ist alles super ernüchternd, ich weiß. Kommen wir jetzt mal zu einem Fazit. Wenn ich das mal zusammenfassen darf. Die Zuckerindustrie findet es unfair, dass sie jetzt für die wachsende Gewichtszunahme der Bevölkerung verantwortlich gemacht werden soll. Sie kämpft hinter den Kulissen darum, uns weiter zu verzuckern. Studien zeigen, dass wir nur extrem schwer einschätzen können, wie viel Zucker sich da so ansammelt in all den Dingen, die wir konsumieren und in die Zucker teilweise einfach hineingemogelt wird, damit wir sie mehr konsumieren wollen. Wie ich schon anfangs sagte, wir brauchen keine Saccharose, aber es ist ein billiger Zusatzstoff, mit dem Produkte gestreckt und haltbar gemacht werden können. Nein, allein ist der Zucker nicht schuld an ungesunder Ernährung, aber er ist ganz vorne mit dabei und die Reduktion von Zucker gehört zwingend dazu, wenn wir es schaffen wollen, uns gesund zu ernähren. Stimmt es wirklich, dass Lebensmittelunternehmen absichtlich die Forschung zu ihren Gunsten manipulieren? Ja, das ist so. Und diese Praxis geht weiter. Das sagt Marion Nestler, die hat mit dem Konzern nichts zu tun. Sie ist Professorin für Lebensmittelpolitik an der New York University. Sie hatte sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittelstudien zu analysieren und ihre Ergebnisse auf ihrem Blog Food Politics zu veröffentlichen. Das kann ich euch empfehlen, das ist wirklich sehr spannend. Und mehr als 90% von diesen sind zugunsten des Geldgebers der Studien manipuliert. Die deutschen Zuckerproduzenten sind die größten Europas. Da geht es um viel Geld. Und dieses Geld kann dementsprechend auch gut verteidigt werden. Die Kriegskasse ist ja prall gefüllt. Es gibt eigentlich nur eine Lösung. Gewöhnt euch an weniger süß. Das ist super schwierig in einem Lebensumfeld, wo es für Unternehmen super billig und super erfolgreich ist, die Produkte einfach mit Zucker voll zu stopfen. Ich sag's euch Leute, wenn noch Kokain in der Cola wäre, würde ich vielleicht auch öfter Cola trinken. Und jetzt tut nicht so, als würdet ihr das nicht auch tun. Und deswegen ist hier dringend der Gesetzgeber gefragt. Wie in anderen Ländern auch, müssen wir vor dieser Zuckerinflation bewahrt werden. Und ich höre jetzt hier schon wieder FDPler schreien, aber wo ist da die Freiheit? Bro. Wir sind nicht frei von unserer Biologie. Ganz im Gegenteil, wir sind Sklave der Evolution und unsere Körper, die werden immer mehr und mehr süß fordern. Und die Industrie möchte das ausnutzen, beziehungsweise tut das. Das hat nichts mit Freiheit zu tun. Und vielleicht noch eine persönliche Bitte an dieser Stelle. Die meisten meiner Influencer-Kollegen haben eine deutlich jüngere Zielgruppe als ich. Deswegen würde ich sie wirklich bitten, also
wirklich auf einer persönlichen Ebene. Ich will ja auch keinen Outcallen an der Stelle, einfach komplett auf Werbung für Produkte zu verzichten, die Zuckerbomben besser darstellen, als sie sind. Eistee, Donuts, Fastfood, allgemein, ja. Aber jeder kann doch selbst entscheiden, zieht bei der jungen Audience einfach nicht. Siehe Abhängigkeit von Zucker, dem Effekt von Fructose, der Manipulation durch die Industrie und. Das ist halt ein FDP-Argument und über die FDP haben wir ja in diesem Kontext heute schon gesprochen. Dazu kommt eben auch noch die Bewerbung von High-Processed Food und Nahrungsergänzungsmitteln. Ja. Dieser Bereich ist einfach noch nicht klar genug erforscht. Es könnte sich am Ende doch noch herausstellen, dass ihr euren Followern vielleicht indirekt gesundheitlichen Schaden zugefügt habt. Ich weiß nicht, ob ihr das mit euch vereinbaren könnt. Es mag sein, dass Air-Up-Pads aus Plastik sind, aber die Kids trinken Wasser. Und das finde ich tatsächlich sehr gut und unterstützenswert. So viel zum Hintergrund. Warum ich diese Integration gemacht habe, so viel zu diesem riesigen Kaninchenbau, in den ich reingefallen bin, das zu dem, was man über Zucker wissen sollte. Und jetzt bin ich sehr gespannt über eure Gedanken und eure Eingaben dazu. Habt ihr das alles erwartet? Hattet ihr das auf dem Schirm? Seid ihr jetzt komplett schockiert? Schreibt es mir in die Kommentare. Schickt dieses Video gerne an Leute, die ein bisschen zu viel Zucker konsumieren oder an eure Lieblingsinfluencer, die vielleicht einmal zu viel Zucker beworben haben und da vielleicht mal drauf hingewiesen werden sollten. It's up to you. Vielen lieben Dank für eure Zeit, euer Interesse. Abonniert gerne den Kanal und jeder Kommentar hilft mir natürlich. Bis dann, tschüssikowski.